Ja, irgendwie voll komisch. Der Schlüssel für meinen McLaren funktioniert nicht. Muss ich neue Batterie reintun oder so, ne? Schlüssel nicht mehr funktioniert, dachte ich halt, muss ich ein neues Auto kaufen. Keine andere Lösung hier. Schon ganz nice die Autos, hä? Aber weiter geht's. So ein Bentley ist schon ein bisschen protzig, ein bisschen langsamer. Ja, also heute ist leider mein letzter Tag hier. Ich bin jetzt doch fast zwei Wochen unterwegs gewesen. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich freue mich schon wieder richtig zurückzukommen. Zurück nach Klagenfurt, Kärnten. Bisschen mehr Ruhe, hier ist doch alles voller Touristen. Zwar cool, aber auf Dauer auch anstrengend. Und ich freue mich einfach wieder normal arbeiten zu können und einfach Sachen weiterzubringen. Also morgen geht's zurück, erst zum Gardasee und da werde ich was posten. Schnell noch ein bisschen Kaffee tanken hier beim Autogrill und ja, dann geht's weiter. Hier ist schon Schnee über Genova. Verrückt, oder? Und wieder Coffee Break. Also auch wenn die Italiener keine gescheiten Autos bauen können und keinen gescheiten Fußball spielen können, wir sind ja jetzt hinter Österreich in der Weltrangliste, sie können richtig geilen Kaffee machen, das muss man ihnen lassen. Noch ein bisschen zu hell ist, habe ich jetzt einen ND-Filter aufgetan, weil ich glaube, die Aufnahme ist mit der langen Belichtung einfach viel interessanter. Ich werde euch mal die ohne ND-Filter und mit dem ND-Filter die Aufnahme zeigen. Ich mache jetzt gerade hier so eine Langzeitbelichtung von der Burg Sirmione und das sieht einfach richtig schön aus, oder? Ich glaube, das sieht man schon im Video, wie schön das Ganze aussieht. Ich vermute nur leider, dass die Aufnahmen hier am Steg leider unscharf werden, weil der ist nicht fest verankert, sondern der schwimmt nur im Wasser. Und jedes Mal, wenn irgendwie Leute vorbeigehen oder so, da merkt man, dass er ein bisschen auf und ab geht. Sogar wenn ich nur aufstehe, dann bewegt er sich schon. Und ich habe hier eine 30-Sekunden-Belichtung und mal schauen, ob es scharf wird. Aber theoretisch glaube ich eher, dass es unscharf wird. Da muss ich eine kürzere Belichtung nehmen.